Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen im Videokanal von Bird & Bird. Wir kommen heute zu dem vergaberechtlichen Thema eines Bieters, der sein Angebot zu spät abgegeben hat. Ist er damit automatisch ausgeschlossen? Was kann er tun, wenn er sein Angebot zu spät abgegeben hat? Diese Fragen möchte ich heute mit Herrn Dr. Czarki von Bird & Bird beleuchten. Er ist Experte auf diesem Gebiet. Herr Dr. Czarki, in welchen Situationen kann es denn überhaupt zu einer verspäteten Angebotsabgabe kommen? Ja, danke für die Frage. Ich habe das Thema mal mit Ihnen heute gemeinsam zur Diskussion gestellt, weil es eigentlich ein Klassiker im Vergaberecht ist, der aber immer wieder sehr differenziert behandelt, manchmal aber auch nicht so richtig behandelt wird. Und ich Bietern eher heute mal Mut machen will, nochmal drüber nachzudenken, wenn Sie was falsch gemacht haben, doch nochmal vielleicht sogar bei Bird & Bird anzurufen, weil in jüngster Praxis wir zweimal geschafft haben, Angebote, die eigentlich verspätet waren, doch wieder ins Verfahren zu bringen. Und darüber wollte ich gerne mal berichten. Das heißt, die Situation, die wir gerade vor Augen haben miteinander ist, Sie zum Beispiel haben ein tolles Angebot in einem Vergabeverfahren gestaltet, haben sich sehr viel Arbeit gemacht, haben theoretisch zum Beispiel die Elbphilharmonie geplant. Und Angebotsabgabefrist ist morgen. Sie reichen das heute ein, geben das zu einem Kurier, sagen dem Kurier, es muss morgen um 7 Uhr bitte in Hamburg sein. Und der Kurier fährt nach Hamburg, sitzt dann in der Stadtverwaltung, wartet, dass er reingelassen wird und dann gibt er seine Post ab. Und so tatsächlich passiert, gibt dann 10 Briefe ab, weil sie nicht der Einzige, der was zur Stadt Hamburg geliefert hat, sondern eben auch andere Kunden aus Düsseldorf oder irgendwo aus Bremen. Er holt die alle ab. Und er vergisst aber genau, ihr Angebot abzugeben, weil er es einfach irgendwie in der falschen Taschenlasche hatte oder in seinem Fahrrad vergessen hatte. Und er dachte ja, ich habe ja alles abgegeben bei der Stadt, ich war ja bei der Stadt. Fährt zurück ins Büro, in seine Poststelle und merkt auf einmal, oh mein Gott, ich habe da ein Angebot immer noch in der Tasche. Das habe ich nicht abgegeben. Und jetzt Angebotsabgabefrist war jetzt irgendwie 7 Uhr, es ist jetzt 7.30 Uhr und er ruft dann bei Ihnen an und sagt, der Professor Schimpke, mir ist echt was Blödes passiert. Ich war da bei der Stadt, aber Ihr Angebot habe ich gerade wieder bei mir gefunden. Das liegt immer noch bei mir in der Poststelle, in der Tasche drin, das habe ich nicht abgegeben. So, dann rufen Sie mich an. Dann fragen Sie, kann ich das retten? Kann ich das retten? Können Sie das retten? Können Sie mich retten, Herr Czarki? Genau, kann ich Sie retten? Und dann frage ich, sage ich als erstes mal, dumm gelaufen. Steht leider im Gesetz drin, in unserem GWB. Verspätete Angebote sind auszuschließen. Das ist die Rechtsnorm. Die ist deutlich klar, steht, sind auszuschließen, kein Ermessen. Sinn und Zweck dieser Vorschrift ist, die Gleichbehandlung herbeizuführen. Und das ist das, wo wir immer so ein bisschen überlegen, wo ich Vergaberecht richtig sexy finde, nämlich vom Sinn und Zweck her zu denken, ist das denn wirklich jetzt so ausschließlich oder nicht? Sinn und Zweck der Vorschrift ist nämlich zu sagen, verspätete Angebote haben ja die Gefahr, dass Sie, Herr Schimpke, zum Beispiel nochmal angerufen worden sein könnten von der Stadt Hamburg und da liegen ja schon 10 andere und Ihr Preis ist jetzt irgendwie 20 Cent teurer als der Bestpreis und die anderen Angebote wurden schon geöffnet und dann werden Sie nochmal... Feintunen Sie, genau. Und dann sagen Sie, ja, dann reicht es auch, wenn es um 7.45 Uhr vielleicht das Angebot da rein nochmal reichen. Da hätten Sie natürlich einen Wettbewerbsvorteil. Deswegen muss man auf die Situation abstellen. Und in der Situation, die ich gerade versucht habe zu schildern, gibt es vielleicht zwei Anknüpfungspunkte. So habe ich mir das dann überlegt, spontan. Habe gesagt, ja, eigentlich müsste ich Ihnen sagen, sorry, der Mitarbeiter, der es eingereicht hat und Ihr Unternehmen, das können Sie jetzt vielleicht intern Schadensersatz fordern oder irgendwie gucken, dass Sie Regress bekommen von dem Postunternehmen. Bringt Ihnen aber nichts, Sie wollen ja die Elbphilharmonie bauen. Also habe ich überlegt, was kann man sinn- und zweckmäßig machen. Der Fall, wenn Sie aufgepasst haben, war ja wie folgt, das ist nie wieder in die Sphäre des Herrn Schimpke gekommen, dieses Angebot. Das heißt, es blieb ja immer bei den Postleuten. Dazu habe ich auch gesagt, naja, es ist ja 7.30 Uhr gewesen und habe dem Mandanten gesagt, als erstes, schick den sofort wieder hin, dass das nochmal abliefert und lass dir bestätigen von dem Auftraggeber, dass die anderen Angebote noch nicht geöffnet haben. Das hat er dooferweise für sich dooferweise gemacht. Er hat also gesagt, ja, es ist jetzt um 7.59 Uhr, glaube ich, war es eingegangen und die anderen Angebote haben wir noch nicht geöffnet, weil ich dachte, so früh ist da doch keiner bei der Behörde, der öffnet. So war es dann zum Glück auch. Das heißt, die Argumentation war, es ist nie wieder in Ihre Sphäre bekommen und das Angebot konnte deswegen ja nicht geändert werden. Das heißt, Sinn und Zweck des Vergaberechts passt hier irgendwie nicht, sodass wir dann gerügt haben, das ist ja das vergaberechtliche Mittel, dass dieses Angebot doch nicht ausgeschlossen werden darf, weil vom Sinn und Zweck der Vorschrift hier gar keine Gefährdungslage für den Wettbewerb da ist und es wäre reine Firmelei, sodass wir davon ausgehen, dass das Angebot gewertet werden muss. Ja, was glauben Sie, was der Auftraggeber gemacht hat? Nachdem wir geschrieben haben?
Sie sagen es mir. Genau. Er hat gesagt, mit E-Mail innerhalb von, glaube ich, 10 Minuten, nachdem wir das gerügt haben, herzlichen Dank für diese interessante Argumentation, der schließen wir uns vollständig an, wir werden das Angebot werten. Das heißt, die hatten einfach Angst davor, dass wir einen Nachprüfungsantrag stellen, und das ist ja manchmal für Mandanten schon das richtige Mittel, nämlich zu der richtigen Kanzlei zu gehen, zu einem richtigen Berater, der einfach spannende Argumente bringt, die die brauchen, um dann zu sagen, ja, das dokumentieren wir jetzt und das Verfahren schließen wir jetzt so ab, indem wir das Angebot doch werten, weil da sparen wir uns einen Nachprüfungsantrag von Bird & Bird, wo wir eine Verzögerung haben, und es gibt ja auch eigentlich keinen Schaden, wir haben nichts falsch gemacht, wir haben noch keine Angebote geöffnet, es gibt keine Korruption, von daher werten wir das Angebot. Das heißt, das ist so ein praktischer Fall. Das führt zu der interessanten Frage, gibt es eigentlich Entscheidungen schon darüber? Ich meine, die Fristenversäumnis ist ein alltägliches Thema in der prozessualen Welt, Wiedereinsetzung in vorigen Stand. Da wissen wir alle, es gibt tausende von Entscheidungen über Einzelfälle. Gibt es da schon etwas? Ja, es gibt alle Entscheidungen, die das nicht so sehen, wie ich es Ihnen gerade geschildert habe. Deswegen umso mehr Glück, dass der Mandant zu vielleicht jemand gekommen ist, der sich von Entscheidungen aber nicht so beeindrucken lässt. Also hätte ich in die Entscheidungspraxis reingeguckt, was ich gar nicht musste, weil wir kennen sie, lernen sie schon im ersten sozusagen Vergabesemester bei uns. Macht man ja im Studium leider nicht, aber wenn sie ja anfangen, verspätete Angebote sind auszuschließen. Es gibt, glaube ich, 50 Entscheidungen, die sagen, ist abschließend, ist klar, kann man auch nicht heilen. Ich glaube aber, dass die Fälle nicht so richtig schön präsentiert worden sind bei den Vergabekammern und OLGs und dass, wenn dieser Fall, den wir jetzt hier so auf dem Rügeweg gewonnen hätten, zu einem Gericht gekommen wäre, die Argumentation, die wir gesucht haben, auch nicht so völlig absurd gewesen wäre, weil das Vergaberecht geht immer mehr auch durch die europäischen Richtlinien dahin, dass wir nicht ein rein formales Vergaberecht haben, sondern wir sind ja immer in der Abwägung zwischen Wirtschaftlichkeit der Angebote, das heißt bester Zuschlag, beste Mittelverwendung und Formalien. Der Trend geht aus meiner Sicht vergaberechtlich dorthin, die Formalien etwas runterzufahren, weil man will eigentlich, dass öffentliche Auftraggeber wirtschaftlich und sinnvoll beschaffen können. Und nur wegen einer verspäteten Angebotsabgabe, die nicht dazu führt, dass Konkurrenten geschädigt werden können, führt aus meiner Sicht dazu, dass wir verwaltungs- oder zivilrechtliche Rechtsprechung eigentlich mit anwenden müssten im Vergleich und auch sowas wie Wiedereinsetzung dann möglich ist und man sagt, die Angebote wertet man. Es gibt Entscheidungen, die andeuten, dass das in einem bestimmten Verfahren im Vergaberecht, im Verhandlungsverfahren sowieso so ist. Das ist nämlich der zweite Fall, den wir hatten. Da war es so, ungefähr gleiche Situation. Es war aber ein Verhandlungsverfahren. Und da haben wir argumentiert, dass in einem Verhandlungsverfahren das erste Angebot, was eingereicht wird, ja sowieso nicht das endgültige ist und deswegen gar nicht der Wettbewerb geschädigt werden kann, sondern ja durch Verhandlungsrunden immer wieder Angebote angepasst werden können. Das heißt, es ist reine Förmelei, das erste Angebot wegen einer halben Stunde auszuschließen, wenn die nächste Angebotsfrist 2 Monate später ist und die sowieso alle Bieter die Chance haben, nach Verhandlungen ihre Angebote zu gestalten. Sodass ich glaube, da könnte man es erst recht so sehen. Und in Verhandlungsverfahren darf ich da ja sozusagen nur unseren Zuhörern nochmal raten, erst recht drüber nachzudenken, ob sie nicht gegen Auftraggeber dann vorgehen und sagen, da wollen wir Entscheidungen, weil Verhandlungsverfahren, die Entscheidungen der Gerichte immer mehr sagen, da gibt es Sonderregelungen, die nicht so streng sind wie im normalen Verfahren. Ich finde das hochspannend, wenn ich das kurz sagen darf. Als Sportrichter erinnere ich mich an Entscheidungen zu Einreichung von Lizenzunterlagen. Das heißt, Vereine im Profibereich müssen zu einer bestimmten Zeit Lizenzunterlagen einreichen, Wirtschaftlichkeitsprüfung erfolgt dann und eine ähnliche Argumentation. Da wird auch öfters mal eine halbe Stunde, 4 Stunden, ein halber Tag in der Nacht zu spät Unterlagen eingereicht. Mit der gleichen Argumentation, die Sie durchgedrückt haben und durchgesetzt haben, hat man da auch ausnahmsweise Unterlagen zugelassen. Also insofern übergreifendes Thema. Vielleicht können wir uns nochmal privat austauschen. Genau. Vielen Dank, Herr Czarki, für diesen, glaube ich, sehr, sehr lebensnahen Einblick in ein Thema, was viele Bieter interessiert, wenn sie ein bisschen zu spät oder wenn ihre Unterlagen zu spät eingereicht worden sind. Weitere Informationen sehr gerne auf unserer Website www.twobirds.com.